So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Brain Simulator. Ja, die letzte Folge war sehr, sehr informativ. Wir haben uns zum einen mal die Tankstelle näher angeschaut und haben festgestellt, dass es ein richtiges, ja, ich will es nicht sagen Loch ist, aber es hat schon bessere Zeiten gesehen. Und zum einen, sind das für Spuren? Zum einen haben wir hier noch ein... Oh, nein, es tut mir leid, dass ich bin leider sehr eigen in solchen Sachen. Da kommt dann mein innerer Monk durch. Es muss alles gerade sein. Und ich noch so, ist es gerade? Ja, ist gerade. So, Moment. Nee, das wollte ich nicht. So. Abriss. Das war mal den ganzen Spaß nochmal. Ich werde nicht sagen, ich bin perfektionistisch in solchen Sachen, aber doch schon ein bisschen. So, boom. Warte, das kann man mal gucken. Jetzt halt gerade. Hey, dock mal bitte an. Ich muss gucken, ob das gerade ist. Ja, wie dockst denn du an? Das, okay. Gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass das im Weg ist. Bauen. Bin ich wohl im Weg oder was? Ja. So. Jetzt. Oh, was ist denn das für ein... Also muss ich einmal komplett rumdrehen, weil das Spiel zu doof ist, um zu schnackeln, dass das ja eine Reihe sein soll. Das war schon wieder im Weg. So, gerade. Und dann... Bam, 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 bam. Gehen wir wieder hier raus. Machen wir Abrissparty. Bauen. Ein Holztor. Mein Holzturm, was gerade ist. Obwohl, verdammt, sieht das jetzt so schief aus? Ne, das geht noch. Das geht noch. Das sieht nur so schief aus, weil das... Ich sage euch, ich wäre auch so eine Person, wenn ich wissen würde, dass... Oder wenn ich... Ich meine, jetzt sieht es ja relativ gerade aus, mein Haus. Aber ich wäre die Person, die es abreißen würde, nur damit es gerade ist. So schlimm ist das bei mir. Na, man heult rum, dass man nur 61 Dollar zur Verfügung hat, aber dann sowas machen. Naja. Wie machen wir denn das andere jetzt am besten? So, und dann einmal. Geht das? Lass das jetzt gehen. Oh, aber ich glaube, die kommt da durch. Das sind solche Kriegel, die quetschen sich dann durch die Lücke. Machen wir es einfach mal so hier. Oder warte mal, kann ich das in... Moment. Nee, das hier, bam, und dann hier und dann das und dann nochmal hier. Andocken bitte und dann... Oh, das ist ein Fenster, aber ich glaube, ist es denn im Fenster? Nee, das ist am Fenster. Ja, genau, so machen wir das. Okay, gut, da habe ich jetzt hier erstmal... Ich denke einfach gar nicht drüber nach und frage mich einfach gar nicht, ob das weiter schief ist, weil sonst eskaliert das hier komplett. Und das wollen wir ja alle nicht. Wir wollen ja hier weiterkommen und nicht an Perfektion sterben, nur weil das, keine Ahnung, ein Millimeter zu tief ist. Ich muss sagen, ich würde solche Bäume würde ich einfach gern bei mir auch stehen lassen. Ach, hier haben wir auch noch welche. Solche Bäume, weil ich finde die halt schon sehr imposant. Und ich glaube, das gibt auch der Ranch so ein bestimmtes Feeling. Das sieht ja schon cool aus, ne? Ich kann hier nicht alles abholzen.
Also an sich schon, aber will ich nicht. Aber die Bäumchen, die sehen immer noch so aus. So. Was macht denn hier mein eines Ei? Es ist immer noch da. Okay, dann machen wir wieder zu, bevor hier wieder irgendeiner auf die dumme Idee kommt und rausrennt. Ihr kriegt schon bald genug Auslauf. Dafür sorge ich schon. Natürlich, dass auch meine Hühner es gut bei mir haben. Hat bei dem einen Huhn hervorragend funktioniert. Drücke ausschalten, ja, weil alles ist teuer und wir haben nicht so viel Geld, dass wir die durchgängig am Laufen haben können. Einsetzen, einsetzen. So, das sieht schön aus. Okay. So. Kann man eigentlich, wenn man sich jetzt einfach mal ein Auto holt, was, war einfach mal hier hinten, dort die Bäume. Kann man sich eigentlich ein Auto kaufen, mit Anhänger meinetwegen, oder ein Pickup? Auf jeden Fall ein Auto, wo man wirklich dann auch Tiere transportieren kann und kann einfach dann halt Baumstämme damit transportieren, damit ich halt andere Gebiete abholze und nicht nur alles hier drumherum. Geht das? Funktioniert das? Okay, wir haben ja auch noch diese Art von Baum. Da können wir natürlich auch gucken, ob die größer werden. Weil, wie gesagt, so eine kahle Landschaft finde ich halt doch etwas sehr doof. Aber es wäre natürlich auch mega cool, wenn man einfach dann hier was selber pflanzen kann, wenn man das einfach hier so wie, ne, ab ins Beet macht, dass man zum Beispiel hier könnte man rein theoretisch ja noch einen Parkplatz dann für das größere Auto, ja hier, ne, rennen ruhig hier rum, einen Parkplatz bauen, könnte natürlich das hier alles ein bisschen bepflanzen. Und halt prinzipiell jetzt auch hier die Ecke, dass halt nicht jeder hier reinschlunzen kann. Und ja, solche Sachen, dass man es einfach ein bisschen mehr natürlicher machen könnte. Das wäre halt total cool. Ich glaube, da würde ich mehr aufgehen bei dem ganzen Dekorieren als jetzt beim Jagen. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Und eigentlich wollte ich auch jagen. Ich habe einfach keine Zeit. Ich bin die ganze Zeit mit meinen Hühnern beschäftigt. Ich bin die ganze Zeit mit Baumfällen beschäftigt. Und dann mit dem Sägen. Und es ist schon 13:50 Uhr. Und ich habe heute noch nichts Produktives gemacht. Außer mich beschwert. So. Machen Sie mal bitte schneller, wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss eine Viertelstunde warten. Ja, hoppel bis hierhin das Geräusch, das hat dich gar nicht abgeschreckt. Alles gut, okay. So, haben wir hier nochmal und 7. So, was haben wir den Baum hier? Macht der ein bisschen was wenigstens? Wahrscheinlich nicht, ne? Die geben ja nicht so viel. Doch, ein Baumstamm, okay. Da brauche ich jetzt noch knapp 6, ne? Weil 4 und 7 sind 11. Ja, das sind 11. Und da kommt der, oder ne, nehmen wir den. Nehmen wir den. Ah, sogar. Also brauchen wir noch drei. Nee, geben wir nur 2. Ja, was machst denn du hier? Das ist bestimmt der Hirsch vom Autoverkauf. Oder der hat vielleicht auch einen Wunsch zu sterben. Das kann natürlich auch sein, warum der mir immer hier fast vor die Flinte läuft.
Oder huppelt. So, jetzt will ich trotzdem mal gucken. Wir haben jetzt hier insgesamt müssen das 6 Holzplanken werden. Ja, es waren immer 2. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Okay. Was aber cool wäre, wenn man so ein Zeitgefühl auch hätte. Also zum Beispiel, heute ist der 3. November, keine Ahnung, 2002, es ist 15.03 Uhr. Und dass die Zeit halt da so ein bisschen mitspringt. So, klar, ich glaube, man wartet dann doch lieber ab, wenn wirklich dann Winter ist, also bei uns in der Echtzeit, so dass man halt ein bisschen Winterfeeling reinbringen kann. Aber ich würde es halt doch schon ein bisschen cool finden, wenn man dann hier schon so ein Zeitgefühl hat. Oder meinetwegen 2. Woche Montag. Das wäre für mich auch noch okay. Aber so überhaupt nicht zu wissen, an wie vielen Tag wir uns jetzt befinden, das ist schon ein bisschen, das macht mich auch ein kleines bisschen unruhig. Habe ich denn einen Schweißfilter auf meinem Nacken? Sieht so aus. Ich will auch nicht wissen, wie ich rieche. Mit all dem Schweiß, mit dem ganzen Rumgerenne. Ich habe ja nicht mal ein Bad, in dem ich mich zurückziehen kann. Aber ich glaube, für so ein Pferd muss man fast so $10.000 einplanen. Wenn man so ein richtig gutes haben möchte. Aber warum? Achso, 3 von... Hä? Ach, war nur 1 von 4. Ach, ist das jetzt der Ernst? Oh, nee. Sie sehen auch total versifft aus, die Luftmatratze. Okay, nehmen wir mal kurz den Baum. Ich hoffe, da gibt es einen Baumstamm. Bitte gib mir einen Baumstamm, dankeschön. Und dann gucken wir uns mal das andere Ei auch mal an. Ja, okay, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ich muss die Spannung aufrechterhalten. So, habe mir noch eine Holzplanke über, die stellen wir einfach mal hier hin. So, ja. Boom. Hallo. Ihr könnt raus. Kann ich hier ganz in Ruhe den ganzen Kot entfernen. So, kommt der jetzt hier raus? Aber wenn der jetzt hier nicht rausrennt. Komm, hup. Hup, hup hier raus. Habe ich das umsonst gebaut? Jetzt hupt doch mal hier einer raus. Jetzt habt euch mal nicht so. Ich habe euch extra hier so ein schönes Gehege gebaut. Sagt mir jetzt nicht, dass es umsonst gewesen ist. So, kommt hier welche hoch? Aber die rennen wieder zum Tor. Das sind solche. Also das sind richtige Hühner. Sagt mir jetzt nicht, ich habe das jetzt alles umsonst gebaut, weil die nicht hier raushüpfen können.
Okay, naja, dann hat es halt nur einen Dekorationsfaktor. Ist ja nicht so schlimm, dass ich jetzt fast 20 Minuten gebraucht habe, um das benötigte Holz zu bekommen. Kein Ding. Habe ich gern gemacht, so zum Spaß. Einfach nur so als Test mal. Mal gucken. So. Ah nee, das war das falsche Eis. So, muss ich mal kurz gucken. Okay. 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 Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich komme wirklich nicht raus, ne? Und wenn ich das hier aufmache, kommen die dann raus? Ah, Moment mal, warte mal. Weißt du schon, kannst kann nicht lange. Kommen die raus? Nein, die kommen wirklich nicht raus. Warum habe ich denn das dann gebaut? Warum habe ich das gebaut, wenn die nicht rauskommen? Da kommen Ziegen rein. Das ist mir egal. Da kommen jetzt Ziegen rein. Das ist ne. So. So, tschüss. Also kommen einfach hier Ziegen rein. Ne? Man muss hier aus einem mal was Positives ziehen. Ich mache ich das noch ein bisschen länger. Muss ich mir überlegen, wie ich das am besten mache. Guck mal, hier. Die rennt mir hinterher. Das ist undankbar. Undankbar hoch 10. Ja gut, jetzt haben wir halt ein kleines Problem, weil eigentlich haben wir kein Problem. Obwohl, ich habe ein Problem, weil ich kann jetzt die Eier nicht rausholen. Haben die denn für Probleme? Och, Ilse, ey, was willst denn du? Was ist denn dein Problem, Ilse? Wir hatten schon mal ein Gespräch und außerdem. Gut, okay. Ich sag's euch, ich werde es ja attackiert. Da ist Hammer. Eins, nee. Zwei Eier, die befruchtet sind. Martin, ihr für ein. Aber das ist schon ein bisschen wie sehr grenzwertig, wenn hier an sich 30 Hühner Platz haben könnten. Die haben doch hier gar keinen Auslauf. Die huppen sich auch hier schon voll auf der Pelle rum. So. Und da würde ich sagen, natürlich wird halt am liebsten Moment. So. Den lassen wir einfach mal hier stehen, weil ich glaube, wir werden jetzt nicht so viel fahren, dass wir den kompletten Lang. Den kompletten Tank leer fahren. Die Kühlbox hatte ich ja dort abgestellt. Meine Luftmatratze muss ich mitnehmen zum Speichern. Vielleicht finden wir ja trotzdem jetzt noch paar Beeren. Ich bin jetzt einfach mal mit 4 Schuss kann ich 5 Beeren erlegen. So, ich habe ja noch 22. Das heißt, 5 Beeren müssen drin sein. So, dann müssen wir halt jetzt zum Baumarkt fahren, weil dort haben die ja sich immer rumgetümmelt. Was ist das denn jetzt für eine Ansicht? Ich möchte so eine Ansicht haben. Danke. Aber konnte ich mir schon Ziegen kaufen oder waren die noch gesperrt? Gesperrt. Oder waren die auf bald verfügbar gesetzt? Ich bräuchte ja für die noch Wasser und einen Futtertrog. Und dafür finde ich das Gehege schon ein bisschen zu klein. Das heißt, ich muss das eigentlich erweitern, dann einen Futtertrog und einen Wassertrog hinstellen und dann haben die ja eigentlich alles, was die zu haben brauchen, um ein halbwegs glückliches Leben zu führen bei mir
auf meiner Ranch, wenn die Hühner halt nicht die Freiheit haben wollen, haben sie halt Pech gehabt, da bleiben sie halt eingesperrt. Ich meine es nur gut mit denen und dann wird man halt so behandelt. Hui! So, Berchi, seid ihr noch da oder seid ihr schon am Schlafen? Sieht vielleicht besser, wenn ich es nicht ausmache. Ah, dann komm, da wartet doch schon einer rum. Und ich muss mal nachladen. So. Boom. Nachladen. Nur gehen nachladen und dann hier Dings. Machen wir mal Licht an. Das ist aber auch ein sehr unangenehmes Licht. Ich hoffe mal, ich höre einen Bären, wenn er kommen sollte, weil wenn nicht, das wäre sehr doof. Weil dann würde es mich nicht mehr geben. Hallo, bitte mal aufheben. Aufheben. Aber es ist 20.10 Uhr. Mal gucken, kann ich hier schlafen? Ja, ist egal, wenn ein Bär mich jetzt in der Nacht angreift. Ach, wo? Ja, so viel zum Thema, so viel zum Thema. So viel zum Thema. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber warte mal, da ist ja noch ein nächster Kandidat. Hallo. Ich kann nur 4 Bären schießen. Weh, es kommt noch einer. Aber wie voll gemein das einfach gewesen ist. Ich komme aus dem Schlafen, weil gleich überfallen. Da braucht man auch keinen Kaffee mehr. Da ist man danach gleich hellwach. So. Da-da. Ich weiß nicht, man muss mal kurz gucken. Ist ja ein neuer Tag, ob ich da vielleicht mit dem Will vielleicht doch ein bisschen mehr Geld kriege beim Burgerladen. Ob der auch. Oh, Berchi! So, komm her. Na gut, dann muss ich mir dann halt noch ein bisschen Munition kaufen gehen. Aber das war doch eigentlich mal schön, ne? Man musste... Sonst sucht man die Bären wie... Wie sonst was. Und dann, wenn man kaum Munition hat, dann kommen die aus allen Löchern. Ich glaube es nicht, weil da hinten war auch noch irgendeiner. Da habe ich den auch noch gesehen. Dort hinten irgendwo. Ist doch einer rumgestiefelt. Komm, geh weg. Ich will noch dein Artgenossen hier mitnehmen. Aber der war ja trotzdem relativ schnell, ne? Da war ja eigentlich, fand ich, relativ feil. Guck mal, hier genau, da ist schon der nächste Kandidat. Das riecht das Spiel. Sobald es weiß, oh, es sind nur noch 2 Munition und du brauchst 4, um einen Bären zu erlegen. Komm, ich gebe dir mal den Bären auf dem Silbertablett serviert. Aber du kannst ihn leider nicht schießen, weil du keine Munition hast. Und dann, wenn ich wieder hier, keine Ahnung, 70 Munition habe, dann muss ich hier 3 Tage suchen, um dann mal 4 Bären zu kriegen. Und hier... Ja, nein, okay. So... Auf zum Baumarkt. Obwohl nicht zum Baumarkt. Ich will jetzt mal zum Best Burger gehen. Es ist so gemein einfach nur.
Ja, hier ist schon der nächste Bär. Ich fasse es nicht. Es hätte einfach so einfach sein können. Ich hätte jetzt keine Ahnung, wie viel? Sieben Bären? Sieben Bären? Wir hatten jetzt rumgehupt. Oder war ich das? Kann ich überhaupt hupen? Nö. Hä? So. Baumarkt. So, wir hatten ja bei dem Burger Frikadelle, also Rind- und Schweinefrikadelle. Und dann, glaube ich, irgendwas mit Schweinefleisch war das, glaube ich. Es war jetzt nichts mit Wild auf jeden Fall. So. Ist das was anderes? Ach nee, Milch war das. Ja, wenn ihr mein Geld. Obwohl, ich kann es ja auch hier verkaufen. So. Platzieren. Danke. Hier will ich mal dran. Huhn und Wildfleisch, so. Huhn, 24. Na gut, das hat die Hälfte, ne? Das hat die Hälfte. So, alles verkaufen. Boom. Boom, boom, boom. So. Weißt du, diese Sache mache ich immer, dass ich hier schlafe, obwohl ich brauche ja auch meine Hühner. Ich kann die ja auch nicht einen Tag allein lassen, obwohl die dürften noch rein theoretisch jetzt. Mit dem Getreidesack relativ schnell hinkommen. Na komm. Dieser eine Millimeter. Ach, jetzt. So, hier. Bisschen Radio an. Das ist schön. Das ist ganz geschmeidig, so. Jetzt müssen wir hier hochfahren. Aber ich würde einfach sagen, wir gehen einfach nochmal zu den Bären hin. Vielleicht haben wir ja Glück. Und dann kommen wir uns wieder entgegengelaufen. Da habe ich ja an dem Tag richtig Money gemacht. Und hier kaufen wir nochmal zwei Getreidesäcke. Wenn die reinpassen. Obwohl, ich habe halt den Hühnerdinges mit, ne? Hello! Na komm, 90, so. Munitionen! Dankeschön. Achso, ich wollte mal kurz gucken. Kamel, noch kein Schaf und noch keine Ziege. Warum denn nicht? Warum ist denn das nicht verfügbar? Warum kann ich mir keine Ziege holen? Warum? Ich glaube, die drei Getreidesäcke, die kriege ich auf jeden Fall nicht mit. Obwohl... Ich krieg ja zwei wenigstens. Dort rein. Das ist ja melancholisch, muss ich sagen. Ja, und den anderen Getreidesack, den holen wir dann einfach mal wieder. Und ich würde vielleicht einfach mal sagen, weil die Folge doch schon relativ lang geworden ist, würde ich einfach mal sagen, ich beende mal an dieser Stelle die heutige Folge. In der nächsten Folge werde ich mir so mal zum Baumarkt aufmachen und dort nochmal gucken wegen den Bären, weil wenn mir dann schon drei auf dem Silbertablett serviert werden, möchte ich die natürlich auch abräumen. Und ja, dann werden wir mal gucken, wie es so weitergeht bei uns auf der Ranch, ob wir dann vielleicht doch die Scheune erstmal planen, beziehungsweise vielleicht haben wir auch schon einige Küken. Wir haben ja zwei befruchtete Eier. Und ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.